Yo Leute, was geht ab? Willkommen bei dem deutschen Wetterspiel PUBG. Könnte man zumindest meinen, obwohl das Wetter zurzeit mega gut bei uns ist. Eigentlich müsste ich wieder mal rausgehen. Weißt du, war ich jetzt ein, zwei Mal draußen, hat sich nicht mal wie so ein Kellerkind angefühlt. Mit dabei ist der liebe Fabi. Servus. Servus. Das war jetzt ein bisschen... Ey, wir haben wieder kein Auto. Ohne Spaß, das kann doch nicht sein. Jedes Mal, wenn wir alleine hier oben landen, ist hier kein Auto. Also als ob sich das so deaktiviert, wenn wir hier alleine landen. Auf jeden Fall spielen wir PUBG. Oh, eine SKS. Willst du die haben? Nee, kannst du nehmen. Ich mag die eigentlich... Obwohl, im Nachkampf, wenn man die pimpt, ist die schon nice. PUBG wird gezockt, Jungs. Ich wollte eigentlich erst im Stream das zocken, wird aber jetzt ein bisschen früher gezockt, denn ich habe ein bisschen... Ich habe gar nicht verkackt. Ich kann mir keine Schuld hier... Ich nehme die Schuld nicht auf mich, weil ich muss noch eine Bestrafung aufnehmen. Und zwar muss ich Hello Kitty online aufnehmen, weil wir haben so... Wir spielen ja zurzeit Dark Souls im Stream und wir haben so eine kleine Bestrafungs... Spaßfaktoren, Wetten, wie auch immer man das nennen möchte, laufen. Jedes Mal, wenn ich sterbe, so alle gewisse X-Tode, muss ich eine Strafe absolvieren. Ja, irgendwie mal ein Rüstungsteil löschen oder dies oder das oder was auch immer. Und meine aktuelle Strafe ist, beziehungsweise die letzte, die ich noch nicht erfüllt habe, ist, ich muss ein Rotz-Game aufnehmen. Und wir haben halt gesagt, halt Hello Kitty, so, weil das ist, glaube ich, das schlechteste Game, was man... Also ich habe es nie gespielt. Mace, so als Hello Kitty-Fan, hat gesagt, Digga, du gehst unter. So, ich gehe mal, ich cross mal die Seiten. Jo, komm mit. Also linkes rotes Haus. Da, ich denke, so drei rote Häuser hat er jetzt durch. Ich gehe mal hier aufs Dach und guck mal mir das von oben an. Also Hello Kitty wollte ich, beziehungsweise erstmal wollte ich sogar so ein Championship-Spiel. Das hieß irgendwas mit Championship. Das hatte ich mal bei Steam. Ein Pferdespiel, wo du einfach nur fünfmal hüpfen musst über ein Parcours. Und da gibt es sogar ein Matchmaking-System. Ja, das habe ich mal im Stream aus Spaß, weil irgendwas nicht ging, gespielt. Da haben mich irgendwelche Mädels, die wahrscheinlich... übelste Pro-Gamer in dem Game sind, aber das haben nicht viele gespielt, so, aber, scheiße, Schnellzug, das Magazin ist das falsche gewesen, sonst hätte ich die SKS sogar behalten. Naja, auf jeden Fall haben die mich da abgezogen gehabt, da konnte man Matchmaking so aufsteigen, absteigen und alles mögliche. Wollte ich spielen, oh ja, der läuft zum dritten Haus gerade, jump gerade runter. Und einer ist auf der Garage. Auf der Garage liegt auf dem Dach. Ich laufe dahin. Kannst du mir ein bisschen Deckung geben? Komm mit. Einer ist noch genau westlich von mir, in diesem roten Haus, in dem kleinen. Ja, der kommt. Siehst du den? Nee. Der ist vor dir. Hab den gut gehittet. Ist down. Einer ist noch hier auf dem Dach. Der wird wahrscheinlich runterjumpen. Ist runtergejumpt. Hast du den? Vorsicht, der hat eine gute Waffe. Jawohl, beide Kills. Sehr schön gemacht. Waren, glaube ich, die einzigen, die hier gelandet sind. Schnell als... Jo, der hat schon vierfach zukommen. Wie viel Glück die haben. Nebenbei einfach eine Dauerfeuerwaffe ist das. Mehr ist das nicht. Die UMP... Boah, der hat Dreierhelm, Alter, die haben richtig gut schon wieder gelootet. Eine Skal L. Hier ist eine Skal L und eine M4, kannst du die aussuchen. Muni. Okay, dann Muni behalte ich. Medic-Sachen hatte der dabei. Ich habe leider nichts. Aber dann merkst du auch direkt wieder deren Glück. Was hatte der andere? Oder was meinst du? Der hatte. Also hier war einer, der hatte auf jeden Fall einen Zweierhelm. Der hatte. M4 mit fast 100 Schuss. Hier auf der anderen Seite rumlaufen, wir haben gar nichts gefunden. Ja, ich hatte eine M4 gefunden, aber der hat einen Dreierhelm. Aber das könnte auch sein oben. Oben ist Military Loot, ne? Also, es macht schon Sinn, oben zu spawnen, aber ich finde, ein Auto ist wichtiger. Wenn's denn mal spawnt. Ja, bei uns ist ja nichts gespawnt, dann wäre auch oben nichts gespawnt. Wette ich dir. Ist immer so. Immer wo ihr spawnt nichts an Items oder an Autos. So, zurück zum Game. Championship. So ein Auto. Auto wollte ich schon spielen. Pferde spielen mit fünfmal hüpfen. Größtes, retardetste Game. Gibt's aber kostenlos. Daher kann man nicht meckern. Da kann man sich, glaube ich, Skins für
Pferde oder Pferde kaufen. Keine Ahnung, frag mich auf jeden Fall nicht. Irgendwas kann man sich da bestimmt, ist alles Pay to Win. Alles, was kostenlos ist, hat einen Hinterhaken. Irgendwo wird das schon Pay to Progress sein oder Pay to Win. Für mich ist es ein dasselbe. Die Leute differenzieren das ja. Oh, hier ist noch eine Energy-Dose. Und das Spiel gibt es auf einmal nicht mehr bei mir. Das habe ich nicht mehr in der Steam-Bibliothek. Also dachte ich so, ja komm, spielst halt dieses scheiß Hello Kitty. Eine halbe Stunde lang war das nebenbei. Jetzt habe ich mir das runtergeladen, das Hello Kitty. Allerdings ist das so alt, dass man sich da nicht mehr registrieren kann. Da fehlt einfach ein Button. Du hast noch eine Bratpfanne. Ich hätte hier eine. Ja. Hier drin ist eine. Also man kann sich nicht mehr registrieren in dem Game, was ganz, ganz komisch ist. Ich habe einen Schuss gehört von der Schule. Nicht, dass sie zu uns langsam kommen. Oh ja, der Zone ist südöstlich. Hier unten, hier ist die Bratpfanne. Oder hast du die schon? Hast du schon? Hab sie schon. Perfekt. Ja, nehmen wir noch hier die Häuser ein paar mit und dann können wir von mir aus los. Also ich habe eine gute M4. Aber wenn ich die irgendwie nicht mehr mag, weil die letzte Mal bei mir so derbe verzogen hat, da ich gesagt habe, ich will die nie wieder spielen, lieber eine Skull L, habe ich eben dafür die Skull L liegen lassen. Also kein Plan, wieso. Naja, da Hello Kitty nicht geht, das nicht geht. Ich weiß nicht, ob ich die Bestrafe ausfallen lasse oder ob ich vielleicht irgendein anderes Game finde. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wo kann man sich eine halbe Stunde lang durchqueren? Also da soll schon so ein richtiges Premium-Game sein, ja, wo man denkt so, Junge, wieso machen? Also wer das spielt und natürlich am besten kostenlos. Ich will nicht Geld ausgeben für ein Spiel. Magica ist nebenbei cool. Aber da musst du Geld für ausgeben. Aber das ist trotzdem cool. Das hat, glaube ich, auch jeder. Durch Humble Bumble. Durch Humble Bumble hat man doch allgemein so viele Spiele, ne? Kann man mal überlegen. Vielleicht ist da eins bei. Ich habe auch durch diese ganze Humble Bumble, habe ich mal geguckt. Also, oh, eine AK. Willst du eine AK? Ich könnte die Munition dafür vertragen. Eine AK habe ich schon. Ja, nehme ich mit für dich. Durch Humble Bumble hast du auch bei dir in deiner Steam-Bibliothek so viele Spiele, die du noch nie gespielt hast, oder die, ich kenne meine Spiele nicht mehr, die ich in der Bibliothek habe zum Teil. Ich krieg immer so. Du wirst mir nicht glauben. Wieso? Was hast du gefunden? Eine K gefunden, Alter. Ja, ich habe einen Dingsbums dafür. Kann ich hier geben. So ein Lauf oder wie man das nennt, vielleicht für mehr Schuss. Kugelschaufen, ja, ich glaube für mehr Schuss hier. Lege ich mal dahin. Draußen hast du Red Dot? Also hier Visier? Ich habe einen Zweifach-Scope. Ja, dann nehme ich hier Vierfach. Fabi ist richtig gut im Snipern. Ich weiß nicht, ob ich. Die K ist eigentlich schon eine saugute Waffe, ne? Aber was würdest du bevorzugen? Eine K oder eine schallgedämpfte M4 mit einem Vierfach-Zoom? Hier sind zwei Westen drin. Ich habe das Gefühl, allgemeine M4 mit Vierfach-Zoom ist stärker als eine K. Okay, ich würde sagen, wir laufen los. Eigentlich übelst geiles Wetter zum Laufen. Übelst geil. Ich finde das auch so geil, wie die das hier abgeändert haben, dass das Wasser, also, ne, du siehst halt richtig, dass Wasser, dass das Wasser da ist. Nicht so wie in anderen Spielen, so bei beispielsweise DayZ oder so, dass wenn es regnet, sich die Landschaft kaum verändert, außer dass sie ein bisschen düsterer wird oder dunkler oder wie auch immer. In dem Spiel spürst du halt richtig, wie es regnet, so. Der Himmel ist so angepasst, es ist Nebel gekommen, dieser Nebel ist endgeil nebenbei, merkt man sofort DayZ-Entwickler oder DayZ, nicht Entwickler, aber, ne, DayZ-Spieler, Mod-Spieler oder Mod-Entwickler oder wie man es auch mal nennen möchte. Also der hat ja nur die Battle Royale-Mod gemacht, aber mega geil. Du hast wirklich, du hast so ein, wie nennt man das? Du hast ein Ambient oder Ambiente. Okay, hier war einer. Mucka, willst du noch M4-Muni haben? Ich kann noch 41 Schuss geben. Ja. Dann schlägst du mal hier neben den Turm. Cool, man kann die Muni nicht aufheben da oben. Kommt ein Airdrop vielleicht bei uns? Oder auch nicht? Hat sich nur so angehört. Aber wenn der Regen nicht so laut wäre, ne? Würde ich immer bei Regen zocken. Und FPS klaut ja auch keine mehr. Die haben also das. Es kam vor kurzem mal ein Update. Da kam zum Beispiel das Motorrad ohne Beiwagen. Es kam die Windhütte, bei einer der beschissensten Wagen.
Und es gab einen Performance-Boost. Seitdem hatte ich keinen einzigen Lag, der nicht vom Server her verursacht wurde. Selbst bei Regen in der größten Stadt der Welt oder so. Ich habe keine Lags mehr in dem Game. Die haben das gefixt. Die haben die FPS-Lags gefixt. Oh, oh, der Drop kommt gut für uns. Fabi, Alter, umso... Oh ja, mein Hammer. Gott, der kommt richtig gut. Oh mein Gott, der muss jetzt... Jetzt. Alter, drop den. Drop den. Alter, drop den doch. Der hat keinen Bock, ey. Der hat... Wow. Das Game ist schon wieder gegen uns. Das beweist du schon wieder. Digga, ist das jetzt dein Ernst? Nee. Ist nicht sein Ernst. Warte, wo ist denn der hin? Ja, okay, der fliegt voll in die Zone. Na, hatte ich was Malz. Der fliegt voll in die Zone. Aber ich habe auch keinen Drop gesehen. Ja, komm, wir gehen nach Westen. Ich würde sagen, wir gehen hier am Hang entlang. Auto. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Zwischen uns. Okay. Oh ja, ich sehe einen. Zwei Leute. Ab tot. Schön, schön, schön. Alter Falter, gut geschossen. Digga, habe ich die noch mit... Ah, oh, zum Glück habe ich die gehört. Das ist nebenbei das neue Moped. Können wir gleich mal... Ja, nehmen wir das? Ja, können wir mal nehmen. Können wir mal nehmen. Kompensator oder Mittelzweig? Wir nehmen Kompensator. Oh, Schuss auf mich. Aus der Schule. Hat einen Schalldämpfer. Hat einen Schalldämpfer. Ja, ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Laufen jetzt gleich über die Straße. Schade, die haben kein Visier mehr. Eine Art von den Windhutes, da war auch eine der neuen Waffen, also diese Windhutes, aber ich finde die so beschissen. Okay, wir können hier eigentlich ein bisschen campen, ehrlich gesagt. Weil die müssen jetzt hier gleich eh dahin laufen. Ich weiß nicht, welches Visier ich nehme. Ich bleibe mal beim Rotpunkt-Visier. Finde ich eigentlich aktuell ein bisschen besser. Zwei Visier ist nicht so mein Fan. Er ist auf jeden Fall über die Straße geplatzt, also der wird oben sein. Oder wir laufen... Ah, du läufst schon, okay. Ich warte noch ein bisschen. Kann sein, dass er auch da irgendwo am Baum campen wartet, einfach. Macht für den auch keinen Sinn, hier rein zu laufen. Wir laufen in die Richtung... Ich wollte eh nicht durch Pochinki durch. Zuerst gehe... Eigentlich gehe ich immer so auf das Sniperhaus in Pochinki. Da ist eine übelst gute Position. Aber ich denke, wenn wir so außen entlang gehen, ist es doch ein bisschen safer. Weil wir wollen ja auch eine gute Aufnahme machen. Wir wollen nicht die ganze Zeit da, weiß ich nicht, durchwipen. Oh, ist das ein Bunker, wo man reinlaufen kann? Nee. Nur cool, also da kannst du drin stehen. Okay, okay. Muss aufpassen, da hat mich schon mal einer weggesnackt, der da drin gecampt hat. Ja, ich habe letztes Mal im Stream, habe ich da einen verfolgt. Der lief bei mir, das war so ein Tag... Ich weiß nicht, seit dem Patch läuft ja bei mir eh gar nichts. Ne? Also ich treffe nichts, ich sterbe nur, ich spawne. Ich sterbe gegen Leute, die wirklich... Ich habe, weiß noch, wir haben im Stream gespielt, Fabi steht, wird angeschossen, also der wurde runtergeschossen, ne? Der Typ steht neben den, ja, mit einer Shotgun. Ich habe die Seige gehabt, ich stand einen Meter neben, der hat sich nicht bewegt, ich habe fünfmal daneben geschossen. Ich weiß nicht wieso, seit dem Patch... Und ich kann nicht sagen, der Patch hat irgendwas geändert. Der Patch hat, glaube ich, nur Performance verbessert und ich glaube, Firefox-Gruppen so hat er ein bisschen verbessert. Aber ich habe den fünfmal verfehlt. Aber ich habe auch mit der Shotgun einmal dreimal, weißt du, wir sind gespawnt, der war nackt. Ich habe den dreimal getroffen, der ist nicht gestorben. Mit so einer Fünffach-Shotgun halt, nicht Seige der anderen. Mega komisch eigentlich, ich weiß halt nicht. Manchmal hat man Tage, da geht einfach gar nichts. Da kann man einfach nur im Bett liegen bleiben, da muss man gar nicht aufstehen. Okay, auf der Kirche campen oft welche. An den Randhäusern campen oft welche. Ich mag so diese Kämpfe so auf diesen Hügeln, weißt du, finde ich viel besser als sind die Häuserkämpfe. Obwohl so ein Finale im Häuserkampf ist auch nice. Da vorne wäre ein Moped, aber ich würde sagen, wir nehmen das gar nicht. Guck mal gerade, was wir hier... Eigentlich, oh Gott, von Norden werden die kommen, ne? Mal gucken, wo könnte die Endposition sein? Südwestlich von uns. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal da in die Richtung. Dann haben wir nämlich das Feld hinter uns.
Ich glaube nicht, die meisten Leute, die laufen noch so am Rand der Zone oder in der Zone. Und wir können jetzt die Zeit ausnutzen, hier immer schön durchlaufen. Wir müssen gleich auf jeden Fall jemanden töten, damit ich auch nochmal einen 4-fach Scope habe. Da hinten in dem Haus campen die mal sehr gerne. Ja, hat ja auch ein Dach und alles. Es ist halt blöd an Third Person, ne? Die können oben liegen und runter gucken, wir können nicht hochgucken. Zumindest nicht so, dass wir die sehen. Man kann hoffen, dass bald vielleicht diese First Person Server kommen, obwohl ich selbst dann glaube, wird keiner zocken, weil die Leute haben es lieber bequem und einfach und mit Third Person können die halt überall drüber gucken, um Mauern, um Ecken, aus Fenstern raus, ohne sich zu zeigen. Rechts laufen die so oft übers Feld. Zumindest wenn sie Mucka heißen. Oh, in dem Haus unten, das rote Haus unten ist einer drin. Ich bin einmal getroffen. Du hast ihn getroffen? In dem roten Haus unten drin, ja. Nochmal. Wo genau? Oh, hinter, hinter dir? Fuck. Oh nein. Fuck. Oh, da sind zwei Teams hinter dir, Mucka. Zwei Teams. Okay, eins habe ich gesehen. Zwei Leute meinst du, ne? Oh Gott, ich werd. Ja, ich werd jetzt von beiden Seiten beballert. Fuck. Ach man, waren wir zu langsam. Ungünstig. Ja, ist natürlich so ein gefährliches Gebiet. Was willst du machen, ne? Wir müssen hier durch, wir hätten. Ja, Kacke, Alter. Scheiße. Wir hätten nach hinten gucken sollen. Ich habe auch nicht nach hinten geguckt. Aber ich hole die jetzt, pass auf. Ich hole die. Ich werde dich rächen, Fabi. Okay. Ich werde dich rächen mit einer Nade. Die Daumen. Zwei Leute da, die looten beide. Ne, einer, guck mal, die machen das aber gut. Ich glaube, einer gibt Deckung, einer lootet. Oder beide looten. Die meisten Kills machst du ja, während Leute andere Leute looten. Unten laufen weiter. Wieder unten laufen weiter. Es sind bei nur einer unten. Ne, sind beide unten. Na, wie lange looten die denn da? Ich habe ziemlich viel Zeug dabei gehabt. Na, pass auf, die haben jetzt eine K, ne? Ja, die will ich ja haben. Deswegen warte ich. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich hier länger warte, dann kommt schon wieder das nächste Team und killt die. Oh, da kommen die jetzt. Bleib, der läuft zurück. Der guckt nach hinten. Ja. Der hat den getötet. Die sind beim Buggy, ne? Ja, ich hab's gesehen, aber ich will noch schnell. Und an dem Baum hinten dran sitzt auch einer. Kannst du easy wegsnipen. Ja, ich hab grad die Snipe. Nein, ich hab keine Muni. Wieso hab ich denn keine Muni? Der schießt auf dich, das ist ja ein Baum. Naja, alles gut. Ich werde mich aus dem Kampf kurz rausbegeben, aber nur, weil ich außerhalb der Zone bin. Eine sehr schlechte Position habe. Ich werde den Kampf nach hier hinten verschieben. Okay, ich habe auf jeden Fall den Karabiner. Und zwar ohne irgendwelche. Oh Gott, nee, ich muss laufen. Die Zone ist schon richtig nah. Ich laufe jetzt nebenbei auch mit ohne Waffe. Also mit ohne Waffe. Ich laufe jetzt ohne Waffe, weil dann bist du deutlich schneller. Kannst du aber machen, wenn du deine Adrenalin erst unten voll hast und dann noch diesen Movement Speed Bonus bekommst. Meinst du, die gibt. Das habe ich mich immer gefragt. Meinst du, das gibt wirklich Movement Speed Bonus? Ja, wird zumindest sogar angezeigt. Also ab dem, ist ja unten diesen grauen Strich und dann so einen etwas helleren grauen Strich. Ab dem Strich hast du Movement Speed. Als ob, ernst? Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Okay, in den Häusern ist safe einer, Alter. Da ist safe irgendwo einer.
Die Häuser sind richtig beschissen gelegen. Oh mein Gott, ich werde jetzt so sterben. Oh mein Gott, keine Chance. Was soll ich jetzt schon? Krieg dich vorne in dieses orangene Feld rein. Oh nein, 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 alles gut. Und da ist ein Auto. Ich nehme einfach das Auto und fahr weg. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Regen nicht, der ist mir viel zu laut. Ja, das ist das Blöde, der ist zwar enorm laut, aber das hat auch einen Vorteil, ne? Du hörst die Schritte nicht, aber der Gegner halt auch nicht, also ist halt, hat was Positives, hat er was Negatives. Okay, hier wird man sieht die Leute leichter, nicht so leicht wie im Nebel. Oh, das ist, ja, das stimmt. Also du siehst nicht auf Distanz so leicht, ne? Ich teste mal gerade, wo könnte die finale Zone sein? Die wird irgendwo hier sein. Hier ist eine Hütte. Meinst du? Nice, da muss sogar Richtung Osten stehen, wenn die jetzt da abgehalten wird. Okay, so BAM! Erstmal ein Energy rein. Ja, also eigentlich Waffensetup stimmt. Eine M4 im Nahkampf, eine Karabiner in Distanz. 4 Medipacks habe ich. Eine Granate. Die Muni brauche ich nicht mehr. Wird ein kleines Camper-Game. Ich denke mal, hier werde ich dann vorspulen. Ich bleibe hier bis zum Ende. Ich hoffe, ich habe da keiner reinrennen sehen. Sieht man eigentlich mich, wenn ich so stehe? Wenn er auf dem Berg rumstehen würde, ja. Da kann er dich auch töten. Oh, du bist immer noch drin, Mucke. Jo. Ja, aber die werden. Also aus der Halle wird kommen, aus dem Westen wird jemand kommen. 19 Leute von da aus habe ich gesehen. Also das ist von Südosten. Ich glaube, von überall werden die kommen. Und von Norden werden die noch kommen, die dich getötet haben. Ja, komm, wir machen einfach. Wir spielen einfach auf einen Sieg, ja? Auch wenn ich nur meine 3, 4, 5 Kills mache. Sieg ist Sieg. Wir müssen Fabi rächen mit einem Sieg. Wir haben, glaube ich, zusammen eine. Was haben wir für eine. Was ist unsere Gewinnquote? Wir haben jetzt 5 Games zusammen gespielt gestern im Stream, davon 2 gewonnen. 1. Ja, okay, 2 haben wir hardcore verloren, 2 haben wir echt saugut gewonnen. Und 1 hätten wir auch gewonnen, wenn wir nicht auf einmal surrounded wären von 3 Seiten. Das war eigentlich ganz komisch. Da kamen auf einmal von allen Seiten die Leute so zeitgleich. Wir haben die ganze Zeit keinen gesehen. Nee, wir haben. Stimmt! Das war, oh mein Gott, das war richtig gut, das Game. Das war das Game, wo wir verloren haben mit dieser Wasserstadt. Da haben wir so viele Leute platt gemacht und dann sind wir an der Zone gestorben. Weil die Zone, ja, stimmt, das war unlucky. Die Zone ist auf der anderen Seite des Kreises gespawnt. Wir mussten quer durch und sind dann sozusagen in eine Schießerei geraten, sind nicht mehr schnell genug durchgekommen. Wir hatten eine AWP, wir hatten eine M24, beide schallgenämpft und so. Es lief richtig gut. Und dann diese eine Zone hat es richtig vermasselt. Okay, 195 ist noch jemand. Ich sehe die da sogar. Da vorne. Hat man die laufen gesehen. Ja, die müssen jetzt alle laufen, ne? Die müssen jetzt alle laufen. Die haben gar keine Wahl. Ja, die werden jetzt alle sterben. Ich könnte da noch einmal draufballern. 12 Leute sind noch am Leben, außerhalb mir. Obwohl die Zone, die ist noch im Wald. Links läuft das, einer. Ist das einzige Haus in der Zone, ne? Ja, ich glaube schon. Links läuft einer und da ist einer. Zwei Leute nähern sich. Meinst du, ich kann hier eine Nate rauswerfen? Ja, nee. Oh, das sind die. Das sind die mit dem Buggy. Ich weiß nicht. Aber die haben sich gesplittet. Einer ist dahinter. Ich bin trotzdem noch in der Zone. Ich werde versuchen, eine Nade rauszuwerfen. Mach's nicht. Doch. Ich muss ja so oder so gleich raus. Aber von der Seite werden noch welche kommen. Oh, der hat eine dicke Waffe. Wo ist denn der? Hast du den gesehen? Nee, ich habe den nur gehört mit seiner AWM. Oh, die werden von hinten beballert, nice. Das ist oh, ja. Und die haben einen Schalldämpfer. Ja, da. Haben die getötet? Ich glaube, die haben die getötet. Nur noch 8 Leute.
Oh ja, irgendwas ist da noch Schallgedämpftes. Das hört sich an wie eine AK oder sowas. Irgendwas ganz, ganz Fettes. Was sagt die Zone? 24. Na, vielleicht machen wir doch mit der M4. Siehst du die noch? Nee. Scheiße. Doch, ich sehe. Oder einer. Zwei. Zwei. Oh oh, die kommen direkt auf dich zu, Mucke. Alter, das, die Idee wollte ich, das ist dumm. Ist tot, ist tot. Da war noch. Hä? Das war wahrscheinlich der andere von dem Buggy. Ich hab den aber instant getötet. Hab ich den ausgenommen oder hab ich den instant getötet? Du hast einen richtig. Du hast einen getötet, ja. Ich dachte, die haben, dass die da so auf einmal laufen. Ich hab doch kurz vorher zwei Leute gesehen und die laufen und hüpfen, die wurden nicht beschossen. Als ob der eine so lange gekämpft hat. Aber war trotzdem eine sauschöne Runde. War eine sauschöne Runde. Ja. Guck mal, die Zone. Ja, okay, aber ich wäre danach abgesnipert worden. Danach wäre, glaube ich, Ende gewesen. Guck mal, die Zone wäre. Wäre das Haus noch in der Zone gewesen, dann würde es ziemlich cool aussehen. Naja, Jungs. Fabi, ich bedanke mich, dass du mitgespielt hast. Jo, immer wieder gerne. Jungs, danke schön fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein.